Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1701, der Fluch des Drachen. Beim letzten Mal haben wir irgendwas gemacht. Keine Ahnung, die letzte Aufnahme ist Ewigkeit her. Aber literally Ewigkeiten und ich habe keinen Plan mehr, was hier eigentlich gerade wie anlag. Schauen wir doch mal ins Questlog. Questlog sieht gut. Treffen Sie Ramirez im Schmugglernest. Genau, Horatius. Sprengstoff. Haben wir den Sprengstoff? Handelsschiff, ahoi! Ach so, haben wir bereits gebaut. Ah ja, ja doch, da ist der Sprengstoff. Okay. Ahoi! Okay, also wir haben... Jetzt ist eigentlich der nächste Schritt, ein bisschen Geld zu verdienen. Kapitän auf der Brücke. Dann versuche ich jetzt mal diesen Sprengstoff dahin zu bringen, glaube ich. Weil was soll schief gehen? Okay, das Schiff könnte versenkt werden, aber sonst. Es kann sofort losgehen. Wird ausgeführt. So, und dann gucke ich mal gleichzeitig zu, dass ich ein bisschen ins Plus komme. Ach, denen geht das aber gut. Haben wir hier Alkohol erlaubt? Ah ja. Haben wir Tabak gebaut? Nee, hier ist nur Alkohol. Dann könnten wir den eigentlich auch mal Tabak bauen. Dann könnten wir mal aufsteigen. Handelsschiff, ahoi. Darum kümmere ich mich gleich. Und sowieso könnte man hier eigentlich mal ein paar mehr Wohnhäuser einfach bauen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass hier kein Feuer ausbricht, deswegen... Deswegen sollte das egal sein, dass ich das hier gerade etwas unglücklich baue. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Das ist aber schön für meine Baumöglichkeiten. So. Nein, ich... Oh lol, diese Verbindung kann ich nicht machen. Okay, dann RIP Pionierhaus. Hey. Mit dem Sprengstoff werde ich mir schon Zutritt zum Asiatenreich verschaffen. Es kann sofort losgehen. Okay, dann lass ich das Schiff jetzt mal da stehen. So, dann warten wir jetzt darauf, dass hier ein paar Menschen einziehen. Nahrung haben wir ja noch genug. Wie schaut es denn stofftechnisch aus? 80 Tonnen, ja, das sieht auch gut aus. Okay, da können wir jetzt mal Leute einziehen. Wie viel Reichweite hat diese Kapelle? Gar nicht mal so viel. Dann könnten wir doch mal eben kurz hier hinten noch eine hinpflanzen, wenn wir wieder Geld haben. Ah, wir müssten doch auch Waffen verkaufen können, oder? Irgendwer hat doch hier Waffen eingekauft. Dieser scheußliche Pirat will andauernd explosive Substanzen bei mir kaufen. Aber ich trau dem Burschen nicht. Hab ihm erzählt, ich hätte die Rezeptur verlegt. Es kann sofort losgehen. In die Wanden, Männer! Ja, okay, da fahre ich jetzt hier erstmal wieder weg und weil ich das Schiff jetzt einfach brauche. So, die wollen alle aufsteigen, das ist schön für die. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Ja, das ist mir schon klar, aber die Nahrung wird schon wieder ausgehen. Vor allem jetzt, wo so viele Leute dann einziehen. So, dann dürfen die Holzfällerhütten mal wieder arbeiten. Wenn Meister Chang ein Leid geschieht, seid ihr persönlich dafür verantwortlich. Kack, Spaß. So, du kaufst doch, Diego del Toro ist in diesen Breiten wahrlich kein Unbekannter. Unter dem Deckmantel der Loge drangsaliert er uns alle seit Jahren mit seinen perfiden Welteroberungsplänen. Ahoi! Kapitän auf der Brücke! So, du da willst doch Waffen einkaufen. Dann kommen wir mal ein bisschen Geld. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir dem Horatio Alkohol verkaufen, wenn wir da. Kundschaft! Warte auf Anweisung! Kundschaft! Kapitän auf der Brücke. Marquez stellt sich bei Vertragsverhandlungen immer wieder borstig an. Lasst euch davon nicht abschrecken. Wusstest du, dass Carmen Marquez eine Waise ist? Das arme Ding hat ihre Eltern bei einem Piratenangriff verloren. Hast mir einen Vorschlag zu machen? Guck mal, ob ich nicht das... Das ist die Frage, wir können ihr Tribut zahlen. Wir können aber auch das Logenhaus bauen und Einschmeicheln erforschen. Aber ich denke, es ist erstmal am intelligentesten, eine Schule zu basteln. Mal sehen, ob hier eine hinpasst. Nice. Und Sie haben nun die Möglichkeit zu forschen. Ah ne, genau, hier war das Einschwäche. Genau, dann könnte man das hier erforschen. So, jetzt geht 10 aber erstmal besser. Was bedeutet, dass sie mehr Steuern zahlen dürfen? Ihr seid auch alle total happy, braucht aber noch eine Kapelle, die wir hier mal eben hinstellen können. Handelsschiff, ahoi! So, du hier... Der Kaiser hat mich angewiesen. Eure Hilfslieferungen erleichtern mir meine Entscheidung, euch Zutritt zum Kaiserreich zu gewähren. So sei es. Der Handel gilt. Kurs aufnehmen! So, einmal plopp. Okay, die Pioniere dürften... Ja, die sind alle da. Das heißt, den... Knöpfen wir jetzt mal ordentlich Steuern ab. Ihr hier dürft mal noch fertig einziehen. Ahoi. So, ich habe hier gerade 56 Tonnen Alkohol. Ich warte aber mal noch, weil ich glaube... Wenn ich auf meinen schlauen Zettel schaue, den ich mir natürlich vorher zurechtgelegt habe und jetzt nicht mit total dämlichen Körperverrenkungen rausgraben muss, weil ich ja gut vorbereitet bin, hust. Schaue ich mal kurz auf den Zettel, was der sagt. Er sagt, dass eine Rumbrennerei 400 Einwohner versorgen kann. Also momentan komme ich genau so längs, wie es da steht. So. Die sind alle voll happy, weil sie forschen können und gedöhnt. So, 60 mal 13 wären... Das muss ich auch noch nachrechnen. 60 mal 13 ist...
60 sind 78. Also 780. 780 minus 26 sind 754. Also muss ich jetzt bis 754 Einwohner warten. So. Und jetzt dürfen sie Steuern zahlen. Weil ich so kackendreist bin. So, 300 im Plus. Das liest sich doch schon viel schöner als... Naja, sonst was. So, jetzt muss ich auf 35... Jetzt muss ich auf 85 Millionen Gold warten. Schauen wir erstmal. Denen geht's prima. Ziegel brauche ich gerade nicht. Dann mache ich jetzt mal eine Tributzahlung an die Olle. Sag mal, kannst du meine Gedanken lesen? Vielleicht kommen wir zwei ja ins Geschäft. Das hören meine dreckigen Lauscher. Meine Carmen handelt mit einer Landratte wie dir? Also wenn es um das Mädel geht, werde ich irgendwie sentimental. Ich werde dir ein paar Münzen weniger für das gelbe Äffchen abknöpfen. Aber das mit dem Sprengstoff bleibt wie gehabt! Ja, 10.000 Goldmünzen weniger. Nice. Du bist wirklich Diego del Toro begegnet und er hat dich leben lassen? Siehst gar nicht so hartgesotten aus. Danke. Ich finde es wirklich amüsant, wie Emilio Castelli und Carmen Marquez um die Gunst der Asiaten buhlen. Was? Du etwa auch? Warte auf Anweisung. Warte auf Anweisung. So, dem da verkaufen wir mal kurz ein Quäntchen Alkohol, weil wir es gerade übrig haben. Und dann könnte man eine Handelsroute einrichten, die einfach nur permanent Alkohol von der ollen Marquez zum Horatio schifft. Weil sie es einfach nur bei ihr billig einkaufen und bei ihm teuer verkaufen. Ist ein uralter Trick. Müsste ich aber jetzt noch warten. Ich fürchte jede Minute mehr um das Leben von Meister Chang. Oh, halt deine. Ihr solltet versuchen, Geld zu verdienen, bevor Ramirez dem Mönch etwas antut. Ja. Ich bin ja dabei, du Olle. Mann. Diese Leute, ey, holy. Warte auf Anweisung. Was für ein Kontrakt darf's denn sein? Aber immer. Verbindlichsten Dank. Mir ist's recht. Kapitän auf der Brücke. So, ich lasse es mal hier stehen, bis der wieder mehr Alkohol haben möchte. So. Das funktioniert jetzt alles soweit. Da. Hey, könntest du mir einen Gefallen tun? Diese Waren warten auf ihren neuen Besitzer, aber ich habe echt keine Zeit, mich drum zu kümmern. Kannst du vielleicht die Ladung bei mir abholen und ausliefern? Jo, klar, können wir machen. Ist kein Ding. Wir müssen... Warte auf Anweisung. Es kann sofort losgehen. Ja, ach komm, ich bastel mir nochmal kurz ein Handelsschiff. Ein weiteres wird noch drin sein. Schiffsbau abgeschlossen. So. Ei, ei. Guckst da unten hin.
Es kann sofort losgehen. Ich bin ja schon da. Verbindlichsten Dank. So, du hast hier den ganzen Alkohol verkauft. Hat du fein gemacht. So, das hier darf auch mal kurz wieder ran. Das könnte man jetzt... Nee. Nee, ich erforsche jetzt mal nichts, das kostet zu viel Geld. Ich will jetzt einfach nur Geld scheffeln. Und eine anderen Kehle versenke ich auch noch! Achso, upsi. Da war ja was. Da bist du ja. Bereit, die Lieferung an Bord zu nehmen? Großartig. Fahr zum Schmugglernest und triff dich dort mit mit meinem Kunden. Aber beeil dich, der wartet nicht ewig auf sein Zeug. Wie? Der Käufer ist nicht hier? Naja, vielleicht willst du die Waren einfach am Kontor liegen lassen. Er wird sie schon irgendwann abholen. Hat im Voraus bezahlt. Hey, danke, das hat ja hervorragend geklappt. Mit Leuten wie dir arbeite ich echt gern zusammen. Alles klar. Ah, wahrscheinlich wäre das jetzt die Aufgabe gewesen, dass sie einen mehr mag und dass sie... Vielleicht sollten wir mit Carmen Marquez ein Bündnis eingehen. Sie hat den Charme einer Ziegenhirtin, aber ihre guten Kontakte zu den Piraten könnten für uns von Vorteil sein. Ja gut. Okay, ich nehme das zurück. Ich erforsche doch das Einschmeicheln. So. Haben wir das jetzt mal kurz erforscht? Warte auf Anweisung. So, du hier Kriegsschiff. Wohin geht es? Der ist auf einer Handelsroute, der fährt gerade wieder zurück. Wir sind bereit. Dann wird das jetzt so aussehen, dass der Kollege hier... Jetzt ist halt die Frage, will ich die mit Zeug versorgen? Also, will ich die aufsteigen lassen zu Bürgern? Wir sind bereit. Ich denke, es kann nicht schaden. Wie viel Tabak brauche ich denn? 2. Wohin geht es? Dann baue ich mal 2 Tabak und noch eine Alkoholproduktion. Wir sind bereit. Dann muss ich jetzt aber erstmal noch auf ein bisschen Ziegel warten. Eine neue Logenaktivität wurde erforscht. Das kostet nur 400 Goldmünzen, ist ja total chillig. Ich erwarte, dass ihr Meister Changs Leben rettet und das geforderte Lösegeld aufbringt. Ja, Olla. Ich hab das verstanden. Wir können los. Okay, also ich warte jetzt hier noch auf ein bisschen Ziegel. Eigentlich kann ich das hier auch mal wieder laufen lassen. Jetzt mache ich zwar nicht mehr so viel Plus, aber ich produziere wieder Werkzeug und das ist ebenfalls wichtig. Wir sind bereit. Wir sind bereit. So, Abfahrt. Not erledigt. Wenn ich noch lang warten muss, hack ich dem Asiaten aus purer Langeweile einen Finger ab. Achtung!
Eine neue Spezialaktion wurde erforscht. Über dich hört man ja die tollsten Geschichten. Wir können los. Ist von ihren Schmeicheleien angetan. Über dich hört man ja die tollsten Geschichten. Warte mal. Na egal. Oh. Wohin geht es? Alles klar. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Alles klar. Warte auf Anweisung. Okay, nichts weiter passiert, aber du bleibst ab jetzt hier unten. So. Dann brauche ich hier erstmal ein weiteres Markthaus. Oh, hier wächst ja gar kein Tabak. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Besetzt die Kanonen! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Warte auf Anweisung. Vergiss die Segel! In die Wanken, Männer! Wir sind bereit. Die scheiß Kanonen. Gießerei. Die Verbindung zwischen Carmen Marquez und Ramirez ist offensichtlich. Das Piratengesindel ist erst hier aufgetaucht, nachdem sich auch Marquez hier niedergelassen hatte. Okay, das sackt jetzt sogar so ein bisschen. Wo kann man denn hier? Gar nicht. Ich kann gar keinen Tabak produzieren. Okay, dann ist das offensichtlich nicht so gedacht, dass man weiter aufsteigt. Ist aber okay. Handelsschiff, ahoi. Wir können los. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ist die leer? So, das hat doch... Oi, das hat ja viel Cooldown. Holy shit, okay. Ich würde aber sagen, dann schauen wir hier mal im nächsten Part weiter und gucken mal, dass wir weiter für das Lösegeld sparen. Bis dahin, ciao!